Ja, wir hatten uns darauf geeinigt, wenn einer richtig einen umhaut, dann tauschen wir einfach den Spieler wieder. Ja, ich war auf jeden Fall zufrieden aus mehreren Aspekten. Das eine ist wirklich das, was Sie auch sagen, defensiv nichts zugelassen. Das war schon mal sehr wichtig, weil das auch ein Zeichen war für eine ganz gute Balance. Da waren die Abwehrspieler sehr konzentriert, die gesamte Mannschaft gerade im Nachrücken zuordnen. Und ich fand, wir hatten viele Ballgewinne auch, wo wir schnell den langen Ball wiedergewonnen haben, den wir erzwungen haben. Das hat mir gut gefallen. Offensiv auch, Positionsspiel fand ich schon, dass man gewisse Dinge wiedererkannt hat, die wir auch trainiert haben und dann auch ein bisschen den Zug zum Tor heute wiedergefunden haben, wo man ja auch immer aufpassen muss, dann nach den Trainingseinheiten, die wir hatten, dass man das nicht verliert, weil das dann ja doch immer sehr, ja, zumindest zum Beginn der Woche auch statisch war, bewusst ja auch. Das hat mir auch gut gefallen. Dann gegen Ende wurde es ein bisschen weniger Struktur im Spiel bei uns. Kann natürlich auch teilweise in Wechseln liegen, wobei jeder Einzelne da auch wirklich nochmal was gezeigt hat. Jojo auch, denke ich, heute auch mal gezeigt hat oder mal wieder gezeigt hat, was er drauf hat. Alle gesund, gut, aber richtig einordnen. Das war ein Test. Wir sind jetzt auch nicht über alle Maßen gefordert worden. Twente hatte gestern schon gespielt. Das muss man halt auch alles berücksichtigen und der richtige Gradmesser kommt dann nächste Woche. Ja, wir hatten uns darauf geeinigt, wenn einer richtig einen umhaut, dann tauschen wir einfach den Spieler wieder. Nein, Quatsch. Nee, es war eine sehr nette Geste. Ich fand, ja, grundsätzlich muss ich jetzt hier nicht den Schiedsrichter bewerten, aber Gelb-Rot war auch ein bisschen übertrieben da in der Situation aus meiner Sicht. Und Gerd Jana, dann haben wir uns kurz verständigt. Er wollte auch 11 gegen 11 weiterspielen, weil das war ein Testspiel. Und du kannst einfach, auch er kann seine Abläufe mit seiner Mannschaft besser trainieren im 11 gegen 11. Und deshalb war das eine sehr nette Geste, haben wir uns kurz darauf verständigt. Dann haben wir er hat gesagt, wollen wir so, ja, gerne. Und dann haben wir beide dem Schiedsrichter das zu verstehen gegeben, dass das jetzt eine sinnvolle Entscheidung wäre. Genau, wir werden morgen nochmal hier trainieren, morgen früh. Werden nochmal eine individuelle Einheit haben, die auch nicht nur regenerativ ist, sondern wo es auch nochmal eine Individualisierung gibt. Aber nicht mehr wirklich mit dem Ball trainieren. Dann werden wir Dienstag, sind wir recht spät, also frühen Abend in Bremen. Dann ist der Dienstag komplett frei für alle. Ist auch, glaube ich, dann auch wichtig, diesen Break zu haben, dass die Jungs nochmal auch mit ihren Familien ein bisschen Zeit verbringen können. Mittwoch bereiten wir uns dann konzentriert auf Hoffenheim vor. Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils eine Einheit. Und dann Samstag Heimspiel, Weserstadion. Heimsieg.